Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adobe Photoshop CSX Tutorial. In diesem Video möchte ich euch ein ziemlich unterschätztes, aber dennoch sehr, sehr umfangreiches und komplexes Tool von Photoshop vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Aktionen. Die Aktionen gibt es schon seit den frühen 90ern und werden mit jeder neuen Adobe Photoshop Version immer weiter aufgebessert. Und die Aktionen haben eigentlich nur einen ganz einfachen Hintergrund. Sie sollen mit nur einem Klick sehr, sehr viele Bearbeitungsschritte ausführen, damit der Anwender eine sehr hohe Zeitersparnis hat. Da ich für meinen YouTube-Kanal natürlich sehr viele Thumbnails erstelle, ist es natürlich etwas mühsam, wenn man jedes Mal ein Bild verkleinern muss, wenn man es extra bearbeiten muss, wenn man einen Rahmen einfügen muss, eben die ganzen Arbeitsschritte, bis ein fertiges Thumbnail eben vorliegt. Deswegen habe ich mir eine Aktion erstellt und wie diese Aktion aussieht, das werde ich euch jetzt in diesem Tutorial zeigen. Am Anfang benötigen wir natürlich die richtige Dokumentengröße. Laut YouTube-Richtlinien ist das 1280x720 Pixel, 72 dpi und im Format 16:9. Wenn das eingestellt ist, dann müsst ihr auch keine Angst haben, dass später bei euren Thumbnails irgendwelche Ränder abgeschnitten sind. Ich habe das jetzt hier schon mal eingestellt. Wir klicken also auf Bild, Bildgröße und hoppla, ihr seht ja hier eine viel größere Angabe, und zwar 1920x1080. Warum ist das so? Das hat einen ganz einfachen Grund. Die meisten Thumbnails, die ich erstelle, erstelle ich aus Wallpapern. Und Wallpaper haben in den meisten Fällen das Format 1920x1080. Wir werden gleich bei der Aufzeichnung unserer Aktion eine Transformation dieser Größe einrichten, dass er mir aus diesem Wert automatisch das richtige Format für unsere Thumbnails einrichtet. Wie das funktioniert, das sehen wir gleich. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall schon mal die richtige Auflösung von 72 dpi und können das Ganze dann auch so bestätigen. Jetzt haben wir hier also unsere leere Vorlage. Ich habe schon mal zwei Hilfslinien gezogen und jetzt kommen wir zum eigentlichen Fenster, worum es in diesem Video geht. Und zwar ist das hier rechts das Aktionsfenster. Das könnt ihr entweder öffnen, indem ihr hier in diesem Quick Shortcut Menü auf diesen Player-Button drückt oder einfach unter Fenster Aktion. Wie funktioniert dieses Aktionsfenster? Das Aktionsfenster ist im Grunde erstmal eine reine Ordnerstruktur. Ihr habt also hier kleine Pfeile, mit denen könnt ihr die einzelnen Ordnerstrukturen öffnen. Am Anfang steht hier ein sogenanntes Aktionsset bzw. ein Aktionssatz. Das ist also der übergeordnete Ordner, der unsere eigentlichen Bearbeitungsschritte enthält. Ihr seht das jetzt hier, zum Beispiel bei diesem Sternschweif. In diesem Ordner ist hier ein Hintergrund wird eingestellt mit einem bestimmten Wert, Deckkraft 100%. Sehen wir alles gleich, wie das eben zusammengehört. Jedenfalls muss man sich merken, das ist eine grundlegende Ordnerstruktur. Hier werden all unsere Schritte, all unsere Tätigkeiten in unserem Bild abgespeichert. So, wir erstellen mit diesem Button hier unten einen neuen Satz bzw. ein neues Set. Das Ganze nennen wir jetzt mal Thumbnail, bestätigen das Ganze mit OK. Jetzt ist hier rechts dieser Button aktiv, neue Aktion erstellen. Wenn wir darauf klicken, kommt dieses Dialogfenster. Hier können wir den Namen der Aktion auswählen, den nenne ich in diesem Fall mal Berechnung. Soll, wie eben schon angelegt, in dem Satz Thumbnail auftauchen. Wir können eine Funktionstaste zuweisen. Das bedeutet also, wenn ihr später ein Bild geöffnet habt, könnt ihr damit die Aktion ausführen bzw. stoppen. Alternativ gibt es dann auch noch eine Farbe, die man vergeben kann. Ich wähle jetzt hier mal grün. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. So, wir bestätigen das Ganze mit Aufzeichnen. Und ihr seht jetzt hier unten der kleine rote Button, beziehungsweise Kreis fängt an zu leuchten, das heißt, unser Recorder-Button ist aktiv und jeder Schritt, den wir jetzt in unserem Dokument ausführen, wird automatisch in die Ordnerstruktur eingespeichert und übernommen. So, wir beginnen also mit unserer eigentlichen Bearbeitung. Jetzt komme ich nochmal auf den Begriff zurück, beziehungsweise auf das Thema zurück, dass unser Thumbnail ja noch viel zu groß ist. Hier kann ich jetzt folgende Werte einstellen: 1280. Und da wir ja schon im 16:9 Format sind, rechnet er mir es automatisch auf den richtigen Hochwert zu, also 1280x720. So, die Auflösung bleibt gleich, alles andere bleibt auch gleich und wir bestätigen das Ganze mit OK. Und ihr seht jetzt, er hat jetzt hier ein Zusatzfenster angelegt, beziehungsweise eine neue Struktur, die sich Bildgröße nennt.
Und wenn wir das aufklappen, sehen wir genau die Werte, die wir eben im Fenster Bildgröße eingestellt haben. Da sind eben hier die Breite dabei, mit Stil skalieren, Proportionen beibehalten, Interpolation wie kubisch. Das wird also alles 1 zu 1 so übernommen, wie wir das einstellen. So, kommen wir also mal zu unserer eigentlichen Bearbeitung des Thumbnails. Wir wählen also mal ein Rechteck aus, ziehen das hier mal oben drüber, geben dem Rechteck die Farbe Schwarz. Das Gleiche machen wir nochmal unten. Da ist Schwarz dann jetzt schon ausgewählt. Wir wählen unser erstes Rechteck an und geben dem Ganzen eine Transparenz bzw. eine Deckkraft von 70%. Das Gleiche machen wir mit dem zweiten Kasten. Wichtig ist hierbei, dass ihr, wenn ihr gerade diesen Befehl hier ändert, alles mit Enter bestätigt. Damit diese Aktion auch einen bestimmten Befehl aufzeichnen kann, muss ein Tastendruck vorliegen. Das heißt also, ich gebe den Wert ein und bestätige das Ganze mit Enter. Danach wird das Ganze auch in unserer Aktion gespeichert. So, als nächstes die Hilfslinien, die schiebe ich mal aus dem Weg. Und ihr seht es auch, wenn ich die jetzt rausgeschoben habe, hier wird nichts angespeichert. Diese Hilfslinien sind optional, also das bedeutet, die werden nicht extra in unserer Aktion mitberechnet. So, wir ziehen jetzt einfach hier ein paar Linien. Mit gedrückter Umschalttaste bewegen wir uns auf der geraden Achse, das heißt, es kann hier nichts hoch und runter verrutschen. So sieht das Ganze doch schon ganz nett aus. Unserer Form geben wir mal einen Schlagschatten. Dafür machen wir einen Rechtsklick auf unsere Form und sagen Schlagschatten. Ne, erst sagen wir Fülloption, dann sagen wir Schlagschatten. So stimmt es. Einstellungen hier machen wir ein wenig schwächer. Soll ja nur angedeutet werden. Bestätigen das Ganze mit OK. Das gleiche machen wir bei unserer oberen Linie. Klappen die Fenster hier wieder zu. Als nächstes wollen wir unseren Recorder oder Player-Button ja einfügen. Den können wir einfach über Datei öffnen. Jetzt muss ich mich da sogar gerade mal hin navigieren. Ich habe dieses ganze Teil auf dem Desktop. Hier haben wir ihn. Mit unserem Auswahlwerkzeug markieren wir den Player-Button und schneiden ihn mit Steuerung X aus und fügen ihn jetzt in unser Thumbnail ein, da wo er hin soll. Und zwar ist es hier die linke untere Ecke. Ich achte dabei darauf, dass hier der Abstand und hier der Abstand möglichst gleich ist. Und wir können jetzt, wenn das richtig platziert ist, das Fenster, was wir nicht mehr brauchen, wieder schließen. Und ihr seht wieder hier in unserem Aktionsfenster, wird das auch mit einberechnet und abgespeichert. So, im Grunde ist die Grundstruktur fertig. Jetzt fügen wir noch ein bisschen Text an. So, hier oben, das Ganze nennen wir jetzt mal Photoshop-Aktionen ausführen, beziehungsweise anwenden, klingt vielleicht ein wenig besser. Markieren alles und richten das Ganze mittig aus. So sieht es doch schon ganz gut aus. Diese Ebene können wir duplizieren. Ziehen es hier unten hinein. Und hier unten schreiben wir hin, was bei unseren Photoshop-Tutorials immer steht: Photoshop CS6 Tutorial. Noch ein wenig hoch, passen wir noch ein bisschen an. So, jetzt ist unsere Aktion im Grunde fertig. Alternativ können wir jetzt hier noch einen Ordner erstellen, können diesen auch Thumbnail nennen, markieren all unsere Ebenen und schieben die in diesen Ordner hinein. Und jetzt können wir hier auf Stopp drücken. Jetzt beenden wir unsere Aktion. Jetzt werden keine Befehle mehr aufgezeichnet. Und ja, das ist unsere Grundstruktur. Wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal anhand eines Beispiels. Und zwar habe ich ja am Anfang schon mal ein kleines Foto gezeigt, wie es denn aussehen soll.
Und zwar ist das dieses, und hierauf möchte ich jetzt die Aktion, die wir soeben erstellt haben, anwenden. Wir klicken also hier oben ganz simpel auf Berechnung und können die Aktion mit diesem Player-Button hier unten einfach jetzt ausführen. So, jetzt ist unser Thumbnail in dem Sinne fertig und hoppla, wir sehen ja, hier ist noch ein kleiner Fehler drin. Das liegt einfach daran, dass Photoshop bei der Berechnung der Aktion manchmal ein paar Probleme hat. Das lässt sich aber ganz einfach beheben, und zwar könnt ihr hier oben bei diesem kleinen Fenster, man sieht es hoffentlich ganz gut später im Video, ein Zusatzmenü öffnen. Hier sind nochmal alle Menüpunkte, die man jetzt mit den Aktionen verknüpfen kann, aufgeführt. Und hier gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, der nennt sich Abspieloptionen. Hier könnt ihr einstellen, welche Leistung diese Aktion bringen soll. Beschleunigt, das ist das, was ich jetzt gewählt habe, und das ist auch der Grund, warum eben dieser Strich noch über dem Player-Button liegt. Also, die Aktion wurde berechnet und das war für Photoshop doch ein wenig zu schnell, deswegen hat er es mir so berechnet. Das ist natürlich nicht korrekt. Damit das richtig funktioniert, gehen wir dann auf Schrittweise bzw. Anhalten für. Schrittweise bedeutet ganz simpel ausgedrückt, er wird erst einen Befehl fertig ausführen. Sobald er damit fertig ist, geht er zum nächsten Befehl über. Das muss man sich dazu merken. Anhalten für Sekunden kann man einen beliebigen Wert eingeben. Betrifft im Grunde das gleiche wie schrittweise, nur dass man den Abstand zwischen zwei Befehlen manuell einstellen kann. So, ich lasse es jetzt trotzdem mal auf beschleunigt. Das ist ja nur ein ganz kleiner Fehler. Wir können einfach unsere Form hier anwählen und in diesen Ordner reinpacken und schon ist wieder alles genau so, wie wir es haben wollen. Jetzt sind wir also mit unserer Aktion fertig. Alternativ, wenn uns noch irgendwas einfällt, können wir einfach den letzten Befehl anklicken und können mit unserem Recorder-Element weiter neue Aktionen bzw. Befehle in unsere Aktion einspeichern. Ja, unser Thumbnail ist fertig. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Bis zum nächsten Mal, euer Hybra.